Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Hauptrundenfinale hier im Colonel Knight Stadion. Rein in die Partie, die Gäste in den weißen Jerseys von links nach rechts im ersten Abschnitt. Bad Nauheim gewohnt in Rot, von rechts nach links. Ja, langer Pass ist möglich von Slayton, gut gespielt, Palka, oh, das ist gut verteidigt, ne, ist es dann doch nicht, gibt den Penalty. Schauen wir nochmal drauf. Halten gepfiffen. Starker Pass von Slayton. Hinten Pensi. Tiefschlaf da von Gschmeissner. Und dann kann man das durchaus geben, wie ich finde. Da ist Palka durch und Ketterer packt zu. Und es gibt den Strafschuss. Wer nimmt ihn? Der Hammelzach, so wie es aussieht. Zack Hermo. Und nach gut 2 Minuten haben wir eine ganz entscheidende Szene hier schon. Zack Hermo gegen Ilya Scharipov. Hermel, Tor! Der rutscht ihm durch, 1-0 Nauheim. Und jetzt gucken Sie sich auf Videobeweis nochmal an, einen Penalty auf Videobeweis. Also, so schnell kann es ja nicht gegangen sein, er steht doch auf Höhe der Linie. Vielleicht können wir Übertor einblenden und das relativ schnell aufklären, ob er wirklich drin war, weil von hier war es schwerer zu sehen. Aber der Schiedsrichter unten, der muss es ja eigentlich sehen, ob der jetzt drin war oder nicht. Er zeigt auf Tor. So, Übertor wird es ja dann auflösen. Ja, natürlich, der ist ja klar drin. Also. Ja gut, geht auch schnell. Haben sie jetzt auch gesehen. So, da haben wir es. Und die nächste Gelegenheit und das Tor, nee. Nochmal Nachschuss und immer noch nicht drin. Was eine Chance für Bad Nauheim. Und sie schauen sich nochmal im Videobeweis an. Vielleicht können wir direkt über Tor nochmal schauen da. Sagen aber direkt erstmal kein Tor. Also, schauen wir genau drauf, wo Scharipov die Scheibe wegkratzt. Und der ist nicht drin. Nee, das ist die Kameraperspektive. Ich glaube nicht, dass der komplett drin ist. Millimeter. Ich würde sagen, oh, oder ist der drin? Nee, eher nicht. Eher nicht, glaube ich. Jetzt kommen die Schiedsrichter übrigens wieder. Und sagen kein Tor. Ja, sehe ich auch so. Muss ich sagen. Bleibt beim 1-0. Lassen sie jetzt alles laufen. Huber Sekeschi, gut gemacht. 3 auf 1 für Bad Nauheim plötzlich. Hermel, Querpass, Tor. Es ist toll gespielt von Zack Hermel und Robin Palka. Macht das 2-0 für Bad Nauheim. 36. Minute gegen die Laufrichtung von Scharipov. Das ist perfekt gespielt vom Hammelzach. Hier, dieser Querpass, der macht's für Scharipov so schwer, weil es gegen die Bewegung ist. Nächste Schussgelegenheit und Anschluss auf Beuren und plötzlich haben wir Geschwindigkeit in der Partie. Und er war wichtig für die Joker. Reingewühlt, ich glaube von Tobi Wörle am Ende. Ne, der Zehner ist es, Schmidtle. Die Top-Formation, die sehr viel Eiszeit jetzt sehen wird in den letzten Minuten. Scheibe zum Tor, ist gefährlich, ist drin! Ausgleich! Kaufbeuren lebt! Florin Ketterer! Und jetzt brauchen sie nur noch eins, um in den Pre-Playoffs zu bleiben. Klassischer Bauerntrick. 4 Minuten noch in Ravensburg zu spielen, 2-2. Aber wäre auch egal, wenn Freiburg gewinnen würde. Die Bad Nauheimer brauchen Tor. Und da ist es! Da ist es! 3-2 Nauheim! Tyler Fiedler! Sechs Minuten vor Schluss! Und Sebastian Osterloh, das können Sie gerade nicht sehen, auf der Kaufbeurer Bank, der ruppt da an seinen Spielern nochmal rum.
Fittler macht das Tor. Und wieder drin. Nee. Müssen wir nochmal drauf schauen. Ja, Blomqvist ist sich sicher. Ich glaube, er hat Big da angeschossen von hinter dem Tor. Und natürlich schauen sich die Unparteiischen das nochmal an. Ich glaube, der war drin. Vom Gefühl her. Vom ersten Gefühl her sage ich Tor. Aber über Tor wird es entscheiden. Sami Blomqvist. Ja, der ist drin. 3-3 Kaufbeuren und ein Tor. Und sie schaffen es doch noch in die Pre-Playoffs. Also 4 Minuten 41. Jupp, da ist der Ausgleich. Und 2 auf 1, Kerele. Kerele, Tor für Kaufbeuren! Ja, glaubst du es denn? Innerhalb von wenigen Sekunden drehen sie die Partie, machen hier lange kein gutes Spiel. Aber nach dem 3-2 für Bad Nauheim stecken sie die Köpfe nicht in den Sand. Im Gegenteil, ziehen sich raus. Und Blomqvist entscheidet die Partie. Und schauen sich mal die Erleichterung an. Schauen Sie sich die Erleichterung an bei den Kaufbeurern. Das sind Tonnen von Steine, die da von den Herzen plumpsen. Von Bad Nauheim. Also Dresden oder Weißwasser wird's. Hier ist es durch. Kaufbeuren schafft es tatsächlich, die Partie noch zu drehen. Totgeglaubte Leben länger.